Lang hat's gedauert, aber wir haben es geschafft. Das dritte Jahr mit der Nintendo Switch ist vorbei und jetzt kommt endlich das Video, über das bereits einen Monat nach dem letzten spekuliert wurde. Lasst mich aber vorher kurz noch auf die häufigsten Kommentare des letzten Videos eingehen. Ja, ich habe selber gemerkt, dass der Windbeutel Kirby in Super Smash Bros. Ultimate alles andere als overpowered ist. Ich war eben jung und wusste es einfach nicht besser. Über 25 Leute haben mich gefragt, wie der Song bei 1.20 heißt. Das ist die englische Version von Lost and Thoughts All Alone aus Fire Emblem Fates. Neben dem Rumreiten auf dem Buchstabendreher bei Birthday Candles wurde ich gefragt, ob nach den 3 Kerzen im ersten und 2 Kerzen im zweiten Jahr mit der Nintendo Switch im dritten Jahr nur eine Kerze auf der Konsole sein wird. Ja, aber dafür wird es auch 3 Switchen im Thumbnail geben. Ein kleiner Disclaimer noch, bevor es wirklich losgeht. Das Video heißt mein drittes Jahr mit der Nintendo Switch und nicht ein drittes Jahr mit der Nintendo Switch. Es ist also 100% meine mal mehr, mal weniger ernstzunehmende Meinung und erhebt so überhaupt gar keinen Anspruch auf eine vollständige Abdeckung des gesamten Release-Jahres. Klar soweit? Gut. Dann also auf in mein drittes Jahr mit der Nintendo Switch. Das zweite Video war nicht einmal eine Woche alt, da packte Nintendo Anfang März schon seine nächste interessante Idee auf den Tisch. Labo VR. What? Ich meine, Motion Sickness wird unter anderem dann ausgelöst, wenn Virtual Reality Headsets über zu geringe Auflösung verfügen. Und die Switch hat eine kleinere Bildschirmauflösung als das 7 Jahre alte erste Entwicklungspaket der Oculus Rift, die mit dem ganzen Blödsinn angefangen hat. Aber hey, immerhin mehr als der Virtual Boy. Ich meine, man muss die Switch noch immer vors Gesicht halten, aber pfff, Details. Wer übrigens mal sehen will, wie Breath of the Wild in Virtual Reality aussieht, so. Ich konnte Nintendos Glanzidee und kaufte mir My Heroes Wants Justice, das ich bis heute nicht angerührt habe. Entscheidet ihr, wer sich hier blöder verhalten hat? Die ersten coolen Überraschungen brachte der März. Das Nindie Spring Showcase eröffnete mit dem Microsoft-Exklusivtitel Cuphead. Exklusivität ist eh für die Tonne. Der Rest war weniger spannend, bis auf das One More Thing. It looks like I've got work to do. This time, I have help. Cadence of Hyrule. Die Leihgabe einer Nintendo IP wie The Legend of Zelda an ein Indie-Entwicklerteam ist schon eine beeindruckende Entwicklung. Und mehr Zelda-Spiele sind ja immer eine gute Sache. Well, excuse me, Princess. Naja, vielleicht nicht immer, aber die eh schon musikalisch gefärbte Reihe in ein Rhythmusspiel einzubauen, bietet sich einfach wunderbar an. Den April verbrachte ich damit, das von vielen gewünschte Video über mein Zubehör für die Switch zu erstellen. Was das Zubehör des dritten Jahres angeht, werde ich es einfach ansprechen, wenn es relevant wird. Zudem veröffentlichte Super Smash Bros. Ultimate den ersten Kämpfer des Fighter Passes, Joker. Mein Fazit zu Joker kann man machen, aber Corrin bleibt meine Main. Der ebenfalls mitgelieferte Stage Editor ist eine nette Idee, aber wirklich brauchbar scheint er mir nicht zu sein. In einem Jahr, in dem Pokémon noch viel mit Leaks zu kämpfen haben sollte, leakte am 7. Mai ein gewisser Inspector Pikachu den kompletten Meisterdetektiv Pikachu-Film auf YouTube. Ich habe die vollen 102 Minuten und 53 Sekunden verschlungen und war so begeistert, dass ich mir ein paar Tage später im Kino noch einmal die Extended Edition ansah, die mich auf eine Idee für eine neue Videoreihe brachte, an der ich noch das ganze Jahr zu knabbern haben würde. Mitte Mai stellte sich dann Super Mario Maker 2 noch einmal ausführlich vor. Konnten manche ihr hyperventilieren, ob neue Funktionen kaum im Zaum halten, dachte ich mir den Großteil der Zeit nur, und wieso gab's das nicht schon im ersten Teil? Aber das Spiel wirkte sehr einladend. Bis auf eine Sache. Das Key-Feature, seine Level mit der Welt zu teilen und anderer Leute Kreationen spielen zu können, war hinter der unattraktiven Paywall von Nintendo Switch Online verriegelt. Zumindest das Herunterladen von Welten hätte meiner Meinung nach kostenlos sein sollen. Um die Nintendo Direct zur E3 nicht auch 2 Stunden aufblasen zu müssen, schickte Nintendo Anfang Juni bereits Pokémon Schwert und Schild als Vorhut los. Das war auch bitter nötig, denn seit dem Reveal im Februar war es ruhig um Game Freak geworden. Die Grafik war damals zwar nicht auf dem neuesten Stand der Technik, aber damit konnte ich leben und blickte gespannt den Neuerungen in Galar entgegen. Ein Trailer zeigte neue Orte, neue Leute, neue Pokémon und einleitend mit der Liedtextzeile: Die Naturzone.
Weite Felder, wilde Pokémon und eine bewegbare Kamera. Es war fast zu schön, um wahr zu sein. Endlich der Schritt, den die Serie schon hätte seit langem gehen sollen. So groß die Euphorie im ersten Moment war, so mächtig war dann aber auch der Dämpfer. Raids. Toll. Jetzt soll ich mir also auch noch Freunde zum Konsolenspielen suchen. Und wieso wird dieses Raid-Shooter gerade so riesig? Ah, okay, na gut, ergibt Sinn bei so einem riesengroßen Garados, aber sieht schon irgendwie blöd aus. Aber dann, die neuen Arenen. Yeah! Kämpfe würden diesmal so richtig rocken. Blöderweise wurde dann aber sehr schnell klar, dass große Pokémon das Feature dieser Generation sein sollten und... Wow, da war sofort alle Luft raus. Es half vor allem nicht, dass die restliche Zeit der Präsentation mit Leuten gefüllt war, die so gar keinen Bock auf das ganze Vermarkten hatten. James? Ist alles in Ordnung? Halten Sie deine Familie irgendwo als Geisel? Abgesehen von der total bescheuerten Euphorie einiger, die Pokémon Generation 8 begannen mit Breath of the Wild zu vergleichen, obwohl es, wenn überhaupt, gerade einmal die Features aus Ocarina of Time übernommen hatte, war es unterm Strich doch eine ganz nette Pokémon Direct. Die eigentliche E3 Direct zog dann aber allen den Teppich unter den Füßen weg. Super Smash Bros. Ultimate eröffnete mit dem spektakulär betitelten nächsten DLC-Kämpfer, dem Helden. Die östliche Welt bekam sich nicht mehr ein vor Hype und die westliche fragte sich warum. Danach huldigte Duck Bowser dem offensichtlichsten Gag, der seit seiner Ernennung zum Präsidenten des amerikanischen Nintendo im Umlauf war. Are you related? No, but we get that a lot. Und leitete gleich über zu Luigi's Mansion 3, einem ganz heißen Anwärter auf meiner 2019 Must-Have-Liste, da ich total auf diese Art Grusel abfahre und mir Luigi der Liebere der beiden Mario Bros. Ist. Danach ein wenig Square Enix mit Trails of Mana und Collection of Mana, bevor die nächste Bombe platzte, die die Leute eher scherzhaft als Titel für die Switch gefordert hatten. The Witcher 3. Selbst Pokémon zeigte sich von seiner guten Seite und stellte kurz formell Nessa vor. Und ich weigere mich, sie Kate zu nennen. Isn't that a bit of a girl's name? Oh, it's some short for Bob. Formell übrigens deswegen, weil kurz vor der Pokémon Direct ein Leak im Netz erschienen war, der im Prinzip die kompletten Spiele gespoilert hatte. Die Pokémon Direct hatte diesen Leak bestätigt und somit waren sämtliche Mauzis bereits aus dem Sack. Von daher gab es eher Bestätigung dieses Leaks als Neuigkeiten. Pokémon hätte es dabei belassen können, aber sie wollten im Treehouse unbedingt noch ein wenig von der Naturzone zeigen, die alle so Breath of the Wild taking fanden. It's really going to be breathtaking. You're breathtaking. You're breathtaking. You're all breathtaking. Nun ist die Naturzone durch die Leistung der Switch und Game Freaks Unfähigkeit, performant zu programmieren, schon nicht die reichhaltigste aller Spielewelten. Da sollte man als Entwickler schon darauf achten, dass sie bei einer Präsentation wenigstens im guten Licht dasteht, so wie im vorangegangenen Trailer. Und entweder wählte man bewusst für die Präsentation tristes Regenwetter, wusste nicht, wie man sein eigenes Spiel debuggt, oder war einfach nicht ambitioniert genug für eine gute Präsentation. Ist Pokémon! Kaufen eh alle. Da ist egal, ob das Herz des Spiels wie ein Stück Dreck aussieht und Pokémon wie leblose Marionetten in der Luft schweben und sich nur im 90-Grad-Winkel drehen können. Ist Pokémon. Kaufen eh alle. Zumindest sah das Dynamax eindrucksvoller aus, da man keine ballförmigen Baby-Pokémon zur Veranschaulichung nutzte. Alles noch verkraftbar. Wäre da nicht das Ende der Präsentation gewesen? Nach einer Menge Diskussionen haben wir uns entschieden, eine Art neue Richtung einzuschlagen. Was das für Pokémon Schwert und Schild bedeutet, ist, dass Spieler nur dann ihre Pokémon aus Pokémon Home übertragen können, wenn diese auch im Pokédex der Galar-Region zu finden sind. Die Ausreden, unter Zeitdruck zu stehen, die Spiele balancen zu wollen und ja mit der total aufwendigen Grafik so viel zu tun zu haben, hat ihnen natürlich niemand abgekauft und sofort brach ein riesen Shitstorm los. Wer Interesse an meinem Beitrag dazu hat, kann sich dieses Video ansehen. Und das Ende des Nationaldecks war nicht die einzige Tragödie der E3. Animal Crossing New Horizons, das eigentlich 2019 erscheinen sollte, wurde auf März 2020 verschoben, weil man im Gegensatz zu gewissen anderen Hampelmännern ein bestmögliches Spiel abliefern wollte. To ensure that the game is the best it can be, we must ask you to wait a little longer than we thought. Um die Stimmung wieder etwas zu heben, gab es wie immer das One Last Ding. Der Reveal der schon lange gewünschten Banjo und Kazooie als Smash Bros. DLC-Kämpfer. Die westliche Welt bekam sich nicht mehr ein vor Hype und die östliche fragte sich warum. Aber als wäre das noch nicht genug, gab es obendrauf noch One More Sing.
ein drohend schlagendes Herz im Dunkel erklingt. Ein Wirbel mystischer Symbole, das meine zum Rasen bringt. Eine einsame Fackel, die das Dunkel erhellt. Und zwei Helden, zu denen man sich gerne gesellt. Zusammen unterwegs im dunklen Gewölbe, das unter dem Schloss man fand, fallen sie nun in des alten Feindes Hand. Ich bin sicher nicht allein, wenn ich behaupte, dass mir noch heute die Pumpe rast, wenn ich das sehe. Wenn auch mit der einen oder anderen Macke behaftet, ist Breath of the Wild ein wunderbares Spiel. Doch für seinen quasi postapokalyptischen Plot war es mir dann doch immer etwas zu heiter. Die meisten wichtigen Leute waren eh schon tot und mit der Prinzessin wurde so gegeizt, dass man sie und ihre Not gelegentlich bei seiner Jagd nach Libellen vergessen konnte. Und das war schade, denn ich habe eine Menge übrig für diese Version von Prinzessin Zelda. Zu hören, dass ich also mehr von alledem bekommen würde und es nicht nur ein DLC, sondern eine vollwertige Fortsetzung ist, war ein Traum. Das Spiel soll im gleichen Hyrule wie Breath of the Wild spielen. Da Nintendo aber nicht Game Freak ist, werden sie dieses Hyrule sicherlich irgendwie ausbauen. Im Trailer waren Höhlen zu sehen, welche das Entwicklerteam aus Zeitgründen dann doch für Breath of the Wild vernachlässigt hatte. Mit Untergrundgewölben und einer Tauchfunktion, die einem die unter Wasser liegenden Welten dieses Hyrule offenbaren, könnte man problemlos die Karte für eine Fortsetzung bereichern. Und um nicht ständig Breath of the Wild 2 oder die Fortsetzung sagen zu müssen, habe ich aufgrund dieser Annahmen das Spiel vorerst The Legend of Zelda Gaze of a Void getauft. Viel Tiefe, viel Leere, wenn du in den Abgrund starrst, startet zurück, passt schon. Überhaupt, die Rückkehr des richtigen Ganondorf. Nicht nur so eine herumnebelnde Schweinebacke. Und dann Prinzessin Zeldas kürzere Haare. Mit längeren Haaren ist sie mir offen gesagt lieber, aber aus Entwicklersicht könnte das darauf hindeuten, dass sie ein spielbarer Charakter wird, damit die Entwickler sie auf Basis des Breath of the Wild Link bauen können und sich nicht mit Haarphysik herumärgern müssen. Aber eigentlich will ich gar nicht zu sehr über Gaze of the Void spekulieren, damit meine Vorstellung am Ende nicht das ganze Spiel übertrifft. Bis zum Spiel ist es allerdings noch eine ganze Weile, von daher kann ich von Glück reden, dass Ganon in meinen beiden Breath of the Wild Spielständen noch immer nicht besiegt wurde. Ich verspürte also den Drang, wieder in Hyrule einzutauchen und führte nach über 800 Tagen Pause sogar endlich das Let's Play weiter. Blöderweise fiel mir dabei der Release von Mario Maker 2 etwas unter den Tisch, da ich meine Zeit lieber in Hyrule verbrachte. Wenn ich mir ansehe, wie viele Zelda-Level in diesem Spiel gebaut wurden, ging es da wohl nicht nur mir so. Ich kaufte mir den Maker trotzdem, zusammen mit Nintendo Switch Online, weil es ja sonst keinen Sinn ergibt. Versuchte mich ein wenig an der Steuerung, stellte fest, dass ich zu schlecht für das Spiel bin und vertagte das Ganze auf ein andern Mal, wenn ich mehr Zeit habe, was bis heute nicht passiert ist. Der Juli brachte dann eine ganz tolle Sache auf den Plan. Joy-Con Drift. Nach all der Zeit hatte mich also auch dieses Schicksal getroffen. Und wenn ich raten müsste, lag es wohl daran, dass die Switch beim Transport im Rucksack zu viel Dreck zu schlucken bekommen hat. Pusten half nichts mehr und so musste ich dann doch mal wieder die goldenen Joy-Cons aufschrauben. Da ich mittlerweile fast Profi daran bin, ist diesmal nicht viel Dramatisches passiert. Lediglich der Joystick ist mir beim Aufbiegen des Gehäuses in alle Einzelteile zersprungen. Aber mit ein bisschen Fingerspitzengefühl konnte ich nach dem Säubern alle Ringe wieder an ihren Platz stecken. Und war den Drift wieder los. Zumindest für ein paar Wochen, weil dann ging der ganze Spaß wieder von vorne los. Der restliche Juli wäre fast ruhig verlaufen. Game Freak brachte nur kurz die Abzockmethode der editionsspezifischen Arena-Leiter zurück. Dadurch konnte ich mich immerhin dank Cider endlich auf Pokémon Schwert festlegen. Doch dann kam Nintendo wie aus dem Nichts und stellte die Nintendo Switch Lite vor. Ja, eine weitere der ewigen Fragen unter dem letzten Switch-Video war, lohnt es sich noch eine Switch zu kaufen? Erstens. Je länger du zögerst, desto weniger lohnt es sich, weil das nächste Modell immer näher rückt. Zweitens weißt du nicht, ob du das neue Modell überhaupt willst, wenn es rauskommt, also warum darauf warten? Drittens, selbst wenn Nintendo eine neue Konsole rausbringt, wird dies nur eine neue Version der Nintendo Switch sein, die noch immer alle Spiele des alten Modells spielen kann, denn um die Switch durch eine komplett neue Konsole zu ersetzen, verkauft sich das Ding aktuell viel zu gut. Das wäre also Blödsinn. Und viertens, ich bin leider kein Hellseher, also kann ich nie wissen, wann wieder etwas wie die
die Switch Lite passiert. Dass es passiert, war nur eine Frage der Zeit. Die Lite war auch anders, als ich es erwartet hatte. Ja, ich war davon ausgegangen, dass die Joy-Cons in die Konsole integriert werden, so wie es letzten Endes auch passiert ist. Aber ich hatte auch erwartet, dass man die Lite in den separat erhältlichen Toaster der ursprünglichen Switch stecken und mit ebenfalls separat erhältlichen Joy-Cons wie eine normale Switch am Fernseher nutzen kann. Da war ich dann wohl schlauer als Nintendo. Etwas leid taten mir allerdings die frischen Käufer einer Switch, weil neben der Lite auch eine neue Version der alten Switch erscheinen sollte, die durch Nutzen des Chipsets der Switch Lite doppelte Akkulaufzeit haben würde. Diese neue Version könnt ihr im Laden übrigens an der roten Schachtel erkennen. Bevor ihr mich jetzt wieder fragt, ob sich die Switch noch lohnt, ich sage mal vorsichtig, ja. Denn auf einem Investoren-Meeting Ende Januar 2020 wurde bekannt gegeben, dass Nintendo keine Pläne verfolgt, in diesem Jahr ein neues Modell auf den Markt zu bringen. Was ich etwas schade finde, warum, erzähle ich aber später. Der Vollständigkeit wegen sei hier noch erwähnt, dass Fire Emblem Three Houses Ende Juli erschien. Da ich aber dank des Kampfsystems noch immer nicht Fire Emblem Fates durch hatte, ließ ich das Spiel lieber im Laden stehen. So cool es auch aussieht. Laut meiner eShop-Chronik kaufte ich mir stattdessen lieber Degrees of Separation. Ich muss gestehen, dass ich zu diesem Spiel nichts sagen kann, da ich es gekauft und dann wohl in meiner Switch-Bibliothek vergessen hatte. Immer wenn ich es gesehen habe, dachte ich, oh, noch eine Demo, die du endlich mal spielen müsstest. Der Juli endete mit der Veröffentlichung des Helden für Super Smash Bros. Ultimate. Masahiro Sakurai hatte dazu übrigens das Format der Ankündigungs-Direct etwas abgeändert und aufgeblasen. Game Freak sollte sich daran vielleicht mal ein Beispiel nehmen. Der August brachte nicht viel Neues, nur eine Indie-Direct, bei der außer Ori nichts wirklich Spannendes für mich dabei war. Dazu gab es Demos zu den von mir erwarteten Oninaki und Dragon Quest 11 Echoes of an Elusive Age Definitive Edition. Oninaki war eine knappe, aber sehr einnehmende Demo. Nur leider war das Spiel in einer Box kaum noch zu vernünftigem Preis zu haben, also musste ich vorerst passen. Die Dragon Quest 11 Echoes of an Elusive Age Definitive Edition Demo ging dafür etwas länger und war deutlich spaßiger, als ich erwartet hatte. Sieh an! Euer Antlitz ist ja von ausnehmender Schönheit. Wollt ihr ein sinnliches Olala probieren? Es kostet nur 20 Goldmünzen. Was? Dann soll das Ritual beginnen. Oh la la, oh la la, oh la 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 la. Oh, und das von mir als Breath of the Wild ähnliches DK of Logos hätte auch im August erscheinen sollen, wurde für die Switch aber auf September verschoben. Und der startete wieder mit einer Nintendo Direct. Für Leute, die auf Lootboxen stehen, gab es endlich die Ankündigung von Overwatch für die Switch. Trails of Mana hatte definitiv Argumente für ein 3D-Remake. Super Smash Bros. Ultimate stellte als vorletzten Kämpfer Terry Bogard aus Fatal Fury vor. Ja, ich habe auch keine Ahnung, wer das sein soll. Aber immerhin versprach man auch einen weiteren Fighter Pass mit 6 weiteren Kämpfern. Und Banjo und Kazooie sollte direkt nach der Direct veröffentlicht werden. Also war das alles halb so wild. Mit Deadly Premonition 2 nahm die Direct dann endlich ein wenig Fahrt auf. Ich hätte nie damit gerechnet, Agent Morgan noch einmal wiederzusehen. Nintendo stellte außerdem die bahnbrechende Neuerung seines Online-Dienstes vor. SNES-Spiele! Wuhu! Aber gut, wenn ich mal Zeit habe, kann ich so immerhin alte Zeldas nachholen. Außerdem wagt es Pokémon mal wieder aus dem Schatten zu treten und stellte 4 bahnbrechende Features aus Pokémon Schwert und Schild vor. Feature 1, Klamottenwechsel, den es bereits in Kalos gab. Feature 2, Camping, das kein Schwein braucht. Feature 3, Curry kochen, das streng genommen zum Camping gehört, aber okay. Feature 4, neue Pokémon! Dieses Feature gibt es bereits seit Pokémon Gold und Silber. Aber egal! Pokémon hatte also nicht wirklich was zu melden und langsam fragte man sich, warum Game Freak dauernd von Curry erzählt, aber keine anständigen Animationen hinbekommt oder zumindest mal die Endentwicklung der Starter-Pokémon zeigt, die die Leute nach so einem Mist wie Fuero gerne vorher sehen würden, bevor sie wieder die Katze im Sack wählen. Oh Gott, Humor. Um es kurz zu machen, meine ausführliche Meinung dazu könnt ihr euch in diesem Video anhören. Und es war keine nette. Und auch Animal Crossing New Horizons zeigte sich. Und es schien sichtlich erleichtert, dass es sich im Gegensatz zu anderen Spielen nicht hetzte und stellte sogar wirkliche neue Features vor, welche Animal Crossing-Fans sich schon immer gewünscht hatten. Oh, und dann war da noch One More Thing. Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Ich wurde ja schon oft gefragt, warum ich nicht das ach so tolle Xenoblade Chronicles 2 gespielt habe. Ganz einfach, weil ich noch darauf gewartet habe, dass ich den ersten Teil spielen kann. Denn weder auf Wii noch auf dem 3DS hatte ich wirklich Bock darauf. Und bei all diesen Definitive Editions Nintendo könnte ich bitte endlich mein The Legend of Zelda Twilight Princess HD Definitive Edition haben?
Ich warte schon seit Ewigkeiten darauf. So schwer kann das nicht sein. Und stattdessen bekomme ich sowas wie Link's Awakening vorgesetzt, das dann Ende September erschien. Aber aus Protest kaufte ich mir lieber einen Wolf-Link Amiibo. Wodurch mir dann übrigens das nötige Kleingeld für Dragon Quest XI Echoes of an Elusive Age Definitive Edition fehlte. Blöderweise konnte ich den Wolf-Link Amiibo aber in Breath of the Wild nicht zu seiner vollen Stärke nutzen, da man dazu Twilight Princess HD benötigt. Am gleichen Tag wie Link's Awakening erschien übrigens auch die Nintendo Switch Lite. Und an dieser Stelle weiche ich euch mal in ein kleines Nintendo-Geheimnis ein. Die Wii wurde damals mit dem neuen Twilight Princess verkauft. Der 3DS vermarktete sich mit dem kurz darauf erscheinenden Ocarina of Time 3D. Kurz nach Release der Wii U wurde Wind Waker HD angekündigt. Den Nintendo 2DS begleitete A Link Between Worlds. Der New 3DS XL kam mit Majora's Mask 3D in die Läden. Die Switch startete mit Breath of the Wild und die Switch Lite mit Link's Awakening. Fällt da eventuell ein Muster auf? Wir können daher wohl annehmen, dass die Switch One-Up, wann auch immer sie erscheint, wohl zusammen mit The Legend of Zelda Gaze of the Void herausgebracht wird. Vorzugsweise mit einer Special Edition und da werde dann auch ich zu einem neuen Switch-Modell greifen, wenn es cool genug ist. Sobald wir also von einem von beiden das Datum haben, haben wir auch das des anderen. Wie erwähnt ist das Datum aktuell nicht 2020, was ich persönlich etwas schade finde, da ich stark darauf gehofft hatte, Gaze of the Void würde Nintendos Weihnachtstitel für 2020 werden. Der Oktober hielt Einzug und Nintendo stellte seine nächste interessante Idee vor. Ring Fit Adventure. Nach allem, was ich gehört habe, soll es wohl ganz spaßig sein, aber ich mache mir Sorgen, was Langzeitmotivation angeht. Und abgesehen davon habe ich für sowas hier eh keinen Platz. Aber Oktober war auch die Zeit, in der Luigi sich endlich wieder zeigen konnte. Pünktlich zu Halloween gingen im Hotel die Lichter aus und der schreckhafte Saubermann und sein glitschiger Gefährte zogen los, alle zu retten. Ein Spiel, das mit seinem Charme zu bezaubern weiß. Und wäre ich nicht auf die blöde Idee gekommen, es unbedingt in Livestreams spielen zu wollen, wäre ich vermutlich schon Mitte November mit dem Spiel durch gewesen. Und auch Pokémon steckte im Oktober mal wieder den Kopf aus dem Loch, denn es hatte noch immer nicht dazu gelernt. Wir Fans übrigens auch nicht. Es hieß ganz groß, Achtung, Big News incoming. Wir waren echt gespannt. Werden sie endlich die Starterentwicklung zeigen? Nein. Man zeigte die Giga-Dynamax-Form von Pokémon aus der Kanto-Region. Weil wenn Pokémon-Fans irgendetwas wollen, dann sind es Pokémon aus der ersten Generation. Immer und immer und immer und immer wieder. Noch mehr Kanto, noch mehr Kanto, noch mehr Kanto, noch mehr Kanto, noch mehr Kanto. Noch mehr Kanto, noch mehr Kanto. Wenn du das noch einmal sagst, dann werde ich dich quer durch die ganze Küche schmeißen. Ja, noch mehr Kanto, noch mehr Kanto. Remakes, Remakes. Was? Sinnoh Remakes? Dein Ton gefällt mir nicht. Außerdem wurde langsam extrem deutlich, wie verzweifelt Game Freak versuchte, möglichst vielen Leuten beide Spieleditionen anzudrehen. Mich als Steelbook-Liebhaber pisste das besonders an. Wenn ich zu Schwert oder Schild ein Steelbook haben wollte, das bei alten Spielen einfach so beim Kauf dabei war, dann hatte ich die Wahl, mir beide Spiele im Sammelpack mit goldenem Steelbook zu kaufen oder die digitale Version vorzubestellen und dafür ein Steelbook erwerben zu können, was mir absolut nichts bringt, weil ich mein Steelbook für mein Spiel kaufen will, weil es mir im Laden holen will und garantiert ich mir eh schon bald... Der Rest der Community hatte auch langsam die Schnauze voll davon, dass Game Freak lieber Videos von sich beim Currykochen postete, anstatt handfeste Antworten auf Fragen zu geben, die jedem auf der Seele brannten. Deswegen nahmen es Anfang November endlich Leaker in die Hand und machten reinen Tisch. Mit den Leaks wurde auch klar, warum Game Freak nicht auf die Fragen geantwortet hatte. Die Antworten hätten niemandem gefallen. Nach dem Dexit waren pessimistische Leute von etwa 600 der 900 Pokémon im Galadex ausgegangen. Und es waren 400! Die Startentwicklungen stießen wie immer nicht auf viel Gegenliebe und trotzdem es penible Detektive seit Juli in die Welt hinausbrüllten, wurde nun auch den letzten klar, dass Game Freak an den Pokémon-Modellen hier und da nur einen Punkt im 3D-Netz verschoben hatte, anstatt wie behauptet die gesamten Pokémon neu zu modellieren, was von Anfang an Bullshit war, da diese extra zukunftssicher designt waren und deswegen ständig die Framerate der 3DS-Modelle zum Einbrechen brachten, weil keiner bei Game Freak mal was von reduzierten 3D-Modellen für Objekte in der Ferne gehört hat. Etwas, das die meisten 3D-Modellierungsprogramme übrigens automatisch machen können. Die Wut war groß, der Hass war groß, die Enttäuschung war groß. Doch am Ende des Tages gab es ein Kernproblem. Ist Pokémon. Kaufen eh alle. Da ich also nicht die ganze Zeit nur das Spiel hassen wollte, das ich mir sowieso kaufen würde, infizierte ich mich auch ein wenig mit dem Pokémon-Fieber. Das ging so weit, dass ich sogar versuchte, mir ein Mamiyon-Plüschtier zu kaufen, das mir aber keinen Laden andrehen wollte. Ich griff deswegen zu einem äußerst deprimiert dreinschauenden Mimikma aus der letzten Regalreihe. Als Pokémon Schwert und Schild dann Mitte November erschien, war vom großen Boykott nichts zu spüren. Und die Spiele an sich? In manchen Punkten hatte die Serie sich gut entwickelt, in vielen anderen aber komplett die falsche Richtung eingeschlagen. Scheint einem im ersten
ersten Moment alles nett, wenn auch ein wenig aufdringlich, wird mit zunehmender Spieldauer deutlicher, dass überall die Fassade bröckelt, die auf ein gehaltloses Gerüst geklatscht wurde. Nebst aller Probleme haben die Spieler aber auch ihre kleinen Sonnenseiten. Wie einige der neuen Pokémon und vor allem die Arena-Kampfmusik. Irgendwo müssen meine annähernd 200 Spielstunden in Galaria hergekommen sein. Ich denke, die meisten Reviews haben Pokémon Schwert und Schild ganz gut zusammengefasst mit absoluter Schrott, 0 von 10 Sternen, ich liebe es. Das war aber auch das letzte Mal. Wenn Game Freak den Karren mit Generation 9 nicht aus dem Dreck zieht, ist die Konsolenschonzeit vorbei. Und mein Steelbook? Habe ich mir auf eBay gekauft. Mit dem Geld, das ich eigentlich für DK of Logos ausgeben wollte. Aber als das dann Ende November doch endlich mal den Release schaffte, war es von den Kritikern schon so sehr zerrissen, dass ich nicht mehr wirklich Bock darauf hatte. Mit dem restlichen Geld legte ich mir stattdessen lieber endlich den Season Pass von Breath of the Wild zu und konnte so endlich in die Ballade der Recken eintauchen. Wo ich gerade bei Zelda bin. Anfang Dezember erlag Super Mario Maker 2 endlich dem Druck der Öffentlichkeit und lieferte die Funktion, Mario Maker 2 Level als Link spielen zu können, nachdem leider die Amiibo-Funktion des ersten Teils abgeschafft worden war. Oh, und dann die Video Game Awards. Die letzte Nintendo Direct war schon eine Weile her. Langsam musste also mal wieder eine neue Ankündigung kommen. Nachdem 2016 der Trailer zu Breath of the Wild, 2017 Bayonetta 3 und 2018 Smash-Kämpfer Joker enthüllt wurden, war die Spannung groß. Viele erwarteten einen Trailer samt Veröffentlichungsdatum für The Legend of Zelda Gaze of the Void. Und alle warteten umsonst. Das Beste an der gesamten Show war der Auftritt von Beaker und Dr. Bunsen. Lasst mich also an dieser Stelle eine Tradition der letzten beiden Videos fortführen. Den Video Game Crush Award of the Year. And my heart goes to... Nessa! Ihrerseits begeisterte sie mit ihren Wasser-Pokémon, cooler Musik und einem bezaubernden Lächeln. Und hast du mal diese Augen gesehen? Natürlich war sie auch Teil von ein, zwei Skandalen im letzten Jahr. Meine Meinung dazu, eigentlich kann ja jeder Fanart anfertigen, wie er will, aber Leute... Guckt euch diese Frau an. Wie kann man beim Kolorieren nur so schlampig sein und diesen genialen orangen Ring in ihren blauen Augen vergessen? Der macht so viel ihres Reizes aus. Nessa reiht sich also neben Zelda und Corrin ein. Wobei mir einfällt, es war nicht wirklich nötig von mir gewesen, am Ende des letzten Videos noch einen Corrin-Amiibo zu kaufen. Denn Figma hatte eine viel coolere Figur von ihr. Die steht seit April auf meiner Amazon-Wunschliste, weil guckt euch mal den Preis. Oh. Oh. Hm. Meins. Scheiß Impulskäufe. Ansonsten war es ein eher ruhiger Dezember und bei allen drückte sich die Langeweile etwas anders aus. Arlo kaufte zum Beispiel eine halbe Pyramide Starterpakete von Starlink auf. Ich für meinen Teil hatte auch endlich die Zeit, die von Meisterdetektiv Pikachu inspirierte erste Folge von Pokémon Herzblatt zu veröffentlichen. Zu Weihnachten bekam ich dann neue Joy-Cons, womit endlich mein Driftproblem behoben war. An der Stelle möchte ich auch gerne allen antworten, die mich ständig fragen, warum ich keinen Pro-Controller benutze. Es ist ganz einfach, ich fahre auch Fahrrad ohne Stützräder. Nebst der Joy-Con bekam ich für sie auch neue Hüllen zum Anschrauben. Mein Plan war zu dem Zeitpunkt nämlich ein Video dazu zu bringen, wie ich nochmals versuche, den Drift der goldenen Joy-Cons zu beseitigen und ein weiteres, indem ich die grauen Joy-Cons in ihren neuen Hüllen packe. Aber meine Zeit wurde wieder knapp und ich wollte zumindest mal ein paar Monate mit funktionierenden Joy-Cons spielen. Ich beendete das Jahr mit einem Knall, indem ich in Octopath Traveler endlich den großen, bösen Endboss besiegte und das Spiel auf den erledigten Spielestapel packen konnte. Wann kommt die Fortsetzung? Im Januar wurde dann langsam die Frage, wo das Video zum dritten Jahr der Nintendo Switch bleibt, etwas nervig. Leute, wenn ihr am 3. März Geburtstag habt, feiert ihr dann am 1. Januar? Nee, oder? Hier also im Voraus. Sollte es ein Video über mein viertes Jahr mit der Nintendo Switch geben, wird dieses am 3. März 2021 erscheinen. Klar soweit? Oh, und auch Pokémon traute sich im Januar endlich mal wieder ans Tageslicht und versuchte den Leuten endlich das zu geben, was sie seit der E3 verlangten. Aus dem Pokédex geflogene Pokémon als DLC. Es wurde ein Erweiterungspass angekündigt, der in der ersten und zweiten Jahreshälfte neue Naturzonen in Galar einführen würde. Dazu 200 neue und alte Pokémon. Ich muss sagen, ich finde es nett, dass Game Freak uns Pokémon Insel der Rüstung und Pokémon Tundra der Krone diesmal als DLC und nicht als Pokémon Megaschwert und Megaschild verkauft. Problem ist nur, dass sie trotzdem so viel wie ein 3DS-Spiel kosten und versuchen, einem Spielinhalte anzudrehen, die auf wundersame Weise im Hauptspiel gefehlt haben.
Und ich denke, man kann davon ausgehen, dass sie 2021 nochmal das gleiche Spiel abziehen werden, nur um den Nationaldex wieder komplett zu haben. Der Großteil der Community sah diesen DLC übrigens als Geiselnahme, weil sie mittlerweile zu blöd waren, richtig zuzuhören. Ja, man konnte in Pokémon Rüstung und Krone andere Pokémon fangen. Aber nein, die waren nicht hinter einer Paywall versteckt, weil es zeitgleich ein Update für Pokémon Schwert und Schild geben wird, in dem diese Pokémon ebenfalls mit den Spielen kompatibel gemacht werden. Auch ohne DLC. Und wer jetzt noch immer jammert, dass er ja unbedingt die DLCs braucht, um diese Pokémon zu bekommen, dem möchte ich sagen, dass ich es mit nur einer Edition, Nintendo Switch Online und einer Menge Geduld geschafft habe, mir auf legale Weise 397 der 400 Pokémon der Galar-Region zu fangen. Alleine. Es ist möglich. Ihr braucht keine zwei Spiele. Also lasst das bitte in Zukunft und kauft die Spiele, die ihr nicht haben wollt, nicht auch noch doppelt. Wie sich übrigens herausstellte, war der DLC vermutlich nur deswegen keine Geiselnahme-App, weil Pokémon Home, der Nachfolger von Pokémon Bank, diese Funktion übernehmen würde. Alle nützlichen Tauschfunktionen wurden nämlich aus den Spielen entfernt, um sie in Pokémon Home zu verbauen. Dazu erhält man eine Gratis-Version des Programms, die zu kaum etwas zu gebrauchen ist und kann sich die restliche Funktion in einem Abo kaufen, das teurer als Nintendo Switch Online ist, obwohl dieses Teil meiner Meinung nach Teil von Nintendo Switch Online sein sollte. Und wenn man nicht aufpasst, lässt man versehentlich seine Pokémon auf Home stranden. Wenn sie noch nicht im Galar-Deck sind, kann man sie nämlich nicht mehr aus Pokémon Home herausholen. Und wenn man Home nicht mehr bezahlt, schrumpft der Boxenplatz auf 30 Pokémon zusammen und die anderen werden entlassen. Wie gesagt, Geiselnahme-App. Der Backlash war in dem Fall schon obligatorisch. Apropos Backlash, zudem gab es im Januar den letzten DLC-Fighter des ersten Fighter Passers zu Super Smash Bros. Ultimate, Byleth, ein Fire Emblem-Schwertkämpfer. Würfel mal auf Humor, um 30 erleichtert. Weil er gut ist? Ja, hast du geschafft. Viele haben es gehasst, aber ganz ehrlich, ich mag Fire Emblem Schwertkämpfer in Smash Bros. Am liebsten. Und nein, Corrin ist immer noch meine Main. Aber stellt euch mal vor, wie nach diesem lame Terry die Reaktion auf Byleth gewesen wäre, hätte man nicht noch 6 weitere Kämpfer angekündigt. Nach all dem Blödsinn tat ich es erstmal Arlo gleich und holte mir für 15 Euro das Starterkit von Starlink. Und gleich noch dazu als Zubehör das Starlink Pilot Pack Eli Arborworld für 1 und das Starlink Starterpaket für PlayStation 4 für 10 Euro. Leider hatte ich noch keine Zeit, das Ganze auszuprobieren, von daher kann ich jetzt auch noch nichts dazu sagen. Im Februar wurde es dann langsam albern. Mittlerweile waren seit der letzten regulären Nintendo Direct schon 5 Monate vergangen und bis heute ist keine in Sicht. Und Game Freak machte sich erneut zum Affen, weil es gegen Spieler vorging, die neue Pokémon ercheatet hatten, die sie einen Tag später sowieso in Pokémon Home bekommen hätten. Zum Geburtstag bekam ich Link's Awakening geschenkt, das Spiel liegt also auch bereit, und um jemals mit einem vollen Wolf-Link im Breath of the Wild Let's Play kämpfen zu können, legte ich mir außerdem als letztes Zubehör in diesem Video 22 Amiibo-Karten zu, mit denen ich endlich die restlichen Ausrüstungsgegenstände sammeln konnte. Und ja, ich will trotzdem noch immer ein Rivali-Amiibo und Twilight Princess HD Definitive Edition. Und dann kam die Animal Crossing New Horizons Direct. Ich habe noch immer nicht vor, mir dieses Spiel zu kaufen, aber all ihr Animal Crossing Fans könnt euch in einem sicher sein. Ich bin sowas von neidisch auf euch. Ich als Pokémon-Fan bekam nach Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli ein Spiel mit mieserer Optik, kaum besseren Animationen, während mir permanent gewünschte Features verweigert wurden. Stattdessen baut Game Freak unnötigen Curry-Scheiß ein, während die Pokémon Company so hart auf der Nostalgiewelle reitet, dass sie lieber einen Film reanimieren, als sich einen neuen auszudenken. Mein Pokédex wird mir halbiert, nur damit er mir Stück für Stück zurückverkauft wird, während aber das Hauptspiel den vollen Preis eines Nintendo Switch-Spiels verlangt, obwohl es nicht einmal eine anständige freie Kamera hinbekommt. Zudem versucht man mich auch noch mit aller Gewalt dazu zu zwingen, dieses Spiel zweimal zu kaufen, als sei das komplett normal, lässt mich im ewigen Regen stehen, anstatt auf meine Fragen zu antworten, scheißt das Spiel auf Kosten der Qualität zum festgenagelten Release-Zeitpunkt auf den Markt, während man auf aggressivste Art auf jeden reagiert, der diesen Bullshit aufdecken will. Und als wäre das also nicht genug, sollte dann auch noch einen sauteuren DLC und eine Geiselnahme-App bezahlen, anstatt den Müll, wie all die Jahre zuvor, einfach kostenlos im Spiel zu haben. Und ihr Animal Crossing-Fans bekommt zum Preis eines Nintendo Switch-Spiels einfach alles, was ihr wollt. Mit kostenlosen Updates. Ich will auch. Und was macht Pokémon zum ach so tollen Pokémon Day? Spiel eine Runde. Wer ist dieses Pokémon? Game Freak. Ihr seid nicht Activision Blizzard, die Leuten mit Overwatch 2 und Diablo 4 einfach so das Maul stopfen können. Es ist a Root. Ach, halt doch die Fresse. Naja, immerhin ist Mimikma das drittbeliebteste Pokémon des Jahres geworden. Wuhu!
Und so sitze ich nun hier im März und warte noch immer auf eine richtige Nintendo Direct, die endlich mal den Plan für die nächsten Monate vorgibt. Nach der Aussage 2020 gäbe es kein neues Switch-Modell, brauche ich bis nach Weihnachten wohl nicht mehr mit einer Fortsetzung zu Breath of the Wild zu rechnen. Aufgegeben habe ich die Hoffnung dennoch nicht. Aber selbst wenn dieses Jahr nicht viel Spannendes kommen sollte, ist das auch noch nicht so schlimm. Ihr habt vielleicht mitbekommen, wie sich hier die Spiele stapeln, die noch gespielt werden wollen. Von daher kann das nächste Jahr etwas ruhiger angehen und uns allen etwas Zeit, Geld und vor allem Nerven sparen. Vielen Dank an alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Ich sage alsdann bis dann und vielleicht hören wir uns wieder nach dem vierten Jahr mit der Nintendo Switch.